Wie viel Geld muss man eigentlich verdienen, um ein guter Mieter zu sein? Und was heißt gut aus Vermietersicht eigentlich? Genau darum geht's in diesem Video. Let's get into it! Willkommen bei der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal geht es rund um das Thema Investieren in Immobilien hier in Amerika. Dieses Video ist der dritte Teil meiner dreiteiligen Serie zum Thema Vermieten in Amerika. Kurzer Rückblick. Im ersten Teil der Serie ging es darum, wie ich meine Zielgruppe, also meine Mieterzielgruppe definiere, was sind die Kriterien, die sie so ausmachen. Im Teil 2 haben wir uns angeschaut, wie lege ich die Höhe, also meine Zielmiete für mein zu vermietendes Objekt fest, wie erstelle ich ein Exposé dazu und wie screene ich die Mieter. Und heute im dritten Teil schauen wir uns dieses Screening genauer an, die Bewerbungen, also was schicken die Bewerber mit, die Mieterbewerber, und worauf achten wir da? Einkommensnachweise, Credit Score, also die Auswertung an sich, der Background Check. Und das ist genau das, worum es heute in diesem Video geht. Alle drei Folgen habe ich dir zu einer Playlist zusammengestellt, die kannst du am Stück gerne anschauen. Den Link dazu, den blende ich dir jetzt hier ein, aber den findest du auch in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt hast du die ideale Möglichkeit, mir ein Like dazulassen für dieses Video, und dann legen wir auch schon los mit der Bewerbung, die harten Kriterien. Wir starten mit dem Einkommen. Los geht's. Der Einkommensnachweis hier in den USA bei Angestellten erfolgt über die sogenannten Pay Stubs, also das sind die Gehaltsabrechnungen. Und hier ist es wichtig, dass du dir die aktuellen Gehaltsabrechnungen anschaust. Es bringt dir nichts als Vermieter, die Gehaltsabrechnung vom Vorjahr anzugucken, weil der Jobmarkt hier ist so schnelllebig. Die können schon gar nicht mehr da beschäftigt sein. Also, der letzte Monat ist das Jüngste, was du dir angucken musst, beziehungsweise vielleicht sogar die Vorwoche, weil ja viele Leute biweekly, also alle zwei Wochen hier bezahlt werden und somit auch eine Gehaltsabrechnung kriegen. Je neuer, desto gut. Natürlich willst du auch die Gehaltsabrechnung vom letzten Viertel, halben, dreiviertel Jahr sehen, weil das ist ja wichtig, damit es halt irgendwie eine Historie gibt und ein Bild gibt. Aber nicht irgendwas vom letzten Jahr, irrelevant. Jetzt, heute, die letzte Woche, das sind die Sachen, die dich interessieren als Vermieter. Diese Gehaltsabrechnung, die musst du sehen. Aufgrund des Einkommens kann man natürlich jetzt das Verhältnis Rent to Income, also beziehungsweise Miete zu Einkommen, ausrechnen. Da gibt es eine übliche Regel, diese 30%-Regel, die besagt, dass 30% vom monatlich verfügbaren Einkommen des Mieters für die Miete maximal draufgehen sollten. Alles andere oben drüber ist ungesund. Und 30%-Regel ist natürlich ein Streitfall, weil berechtigte Frage, 30% vom Brutto, 30% vom Netto, 30% vom Jahresdurchschnitt, vom Monatsdurchschnitt, it depends. Auch das ist ein Streitfall hier in den USA, da gibt es jede Menge Quellen, wie unterschiedlich diese 30%-Regel ausgelegt werden kann. Kommt drauf an, schau es dir einfach mal an, ich habe dir ein paar Links zusammengestellt, die findest du alle in der Beschreibung dieses Videos, einfach mal durchklicken. Aus meiner Sicht, 30% sind gesund, ob jetzt vom Brutto oder vom Netto. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer, mit der man arbeiten kann, weil man irgendwas als Referenzwert nehmen muss. Wenn 50% des Einkommens für Miete draufgehen und jetzt mal irgendwann im Monat knapp wird, dann setzen die Mieter natürlich die Prioritäten bei Nahrungsmitteln, logisch. Das heißt, der Vermieter steht hinten an und das ist die Grundlage für Ärger, Streit, Diskussionen, Rechtsstreit willst du vermeiden, und deswegen 30% ist so eine Daumen-Richtwert-Hausnummer. 30% ist nur ein Indikator und nicht aussagekräftig allein. Das heißt, das muss im Kontext ein Bild geben. Und Kontext ist schon das Stichwort. Kommen wir zum Credit Score. Der Credit Score ist so ein Kontextindikator. Wenn der nicht stimmt, dann würden wir mit dem potenziellen Mieter gar nicht zusammenarbeiten. Also hier ist unser Minimum 620 bis 650er Wert. Also ein Credit Score von 650 ist so das Minimum. Aber das hängt eben ganz davon ab, in welcher Gegend, mit welcher Zielgruppe du als Vermieter arbeiten möchtest. Deswegen, wir sagen 650 in den Gegenden, in denen wir hier in und um Philadelphia investiert haben, ist unser Minimum. Alles drunter zu gefährlich. Kommen wir zum Background Check. Der Background Check ist eine Liste, die Zillow bzw. andere Portale abarbeiten und dir das Ergebnis zur Verfügung stellen. Wenn einer dieser Punkte auf dieser Liste irgendwie Auffälligkeiten aufweisen würde, könnte man da sogar ins Detail gehen und gucken, was war das? Also war der ein Offender für was auch immer, Park Violations bzw. war der mal im Gefängnis? Solche Sachen sieht man. Schauen wir uns das Ganze mal an einem Beispielreport von Zillow an. Und da siehst du, dass der ganze Check zum Beispiel in dem Fall daraus besteht, dass sie die SSN tracen, also die SSN ist die Social Security Nummer, ob die konsistent ist, ob die Sinn macht, ob es dafür Spuren gibt. Wenn es keine Spuren gibt,
dann ist diese SSN wohl irgendwie gefaked, was auch immer, also das gibt's auch. Und das macht dieser erste Check. Dann gibt es die Civil Search, das sind Zivilgerichtsprozesse. Sex Offender Search, ganz klar, da gibt es verschiedene Portale, wo man Sex Offender findet. Die müssen sich öffentlich registrieren. Ganz klar die Global Watchlist als nächstes und die National Search. Das sind natürlich Sachen wie zum Beispiel, ob dieser Name in Verbindung mit was auch immer internationalen Problemen stand. Da würden dann diese Punkte einzeln aufleuchten und irgendwie einen Indikator geben, dass da was nicht stimmt. Dann kann man da draufklicken und dann sieht man die Details dazu. Haben wir jetzt hier in dem Fall nicht. Das ist ein super Report von einem super Mieter. Diese drei Hauptpunkte sind die harten Kriterien eigentlich schon gewesen. Der Einkommensnachweis, der Credit Score und natürlich der Background Check. Wenn jetzt zum Beispiel ein Bewerber oder mehrere Bewerber diese drei Punkte alle erfüllen, weil sie halt keine Einträge haben, einen guten Score haben und ein hervorragendes Gehalt im Vergleich zur Miete, dann gibt es noch weiche Kriterien, die man dann zum eben Vergleichen dieser Mieter hinzuziehen kann. Zu den weichen Kriterien zählen ganz klar das Einzugsdatum, die Anzahl der Leute, die in die Wohnung einziehen möchte und natürlich Haustiere. Das Einzugsdatum ist wichtig, weil du als Vermieter möchtest so wenig wie möglich Leerstand haben. Je früher die Leute einziehen, je weniger Leerstand du hast, desto gut. Also Einzugsdatum ist ein weiches Vergleichskriterium. Der nächste Punkt, die Anzahl der Leute, die in diese Wohnung einziehen möchten. Hier in den USA ist es so, dass einige Utilities, zum Beispiel Wasser, teilweise nicht umgelegt werden, kaltes Wasser, auf einzelne Mietparteien. Das heißt, eine Wasseruhr, das Konzept dieses Aufteilen der Utilities, ist manchmal Neuland und bei alten Häusern nicht so einfach möglich, das aufzusplitten. Also, je weniger Leute in dieser Wohnung wohnen, desto weniger Wasser wird verbraucht, desto geringer sind die Kosten für Utilities, die du als Vermieter zu tragen hast. Natürlich ist noch ein Nebeneffekt, je weniger Leute in einer Wohnung wohnen, desto weniger wird sie abgewohnt. Logisch. Kommen wir zum dritten weichen Kriterium, Haustiere. Haustiere, ganz klar, ein Gefahrenpotenzial für Schäden in der Wohnung. Jetzt kommen gleich Leute, sagen, ja, mein Haustier ist natürlich nicht so, ja, schon klar. Für Haustiere berechnen wir immer eine Pet-Fee, wo es zum Beispiel darum geht, solche Kosten, die durch Haustiere verursacht werden, abzufedern. Da gibt es andere Vermieter, die verlangen dann ein Deposit fürs Haustier. Da gibt es verschiedene Wege, aber Haustier ist auch ein Indikator. Wenn kein Haustier dabei ist, auch okay. Also Einzugsdatum, Anzahl der Leute in der Wohnung und Haustiere. Das sind so weiche Kriterien. Aber lang genug drüber erzählt, schauen wir uns einfach mal Bewerbungen an. Wir starten mit der Beispielbewerbung bei Zillow, weil da sind noch Daten drin. Die sind zwar nicht real, aber so pseudo-anonymisiert. Und danach schauen wir uns eine Originalbewerbung von uns an, die wir kürzlich erhalten haben. Die ist natürlich anonymisiert. Los geht's mit der Zillow-Bewerbung. Hier sind wir bei Zillow wieder. Die Rental Application 101 ist eigentlich eine sehr, sehr gute Seite. Den Link dazu setze ich dir auch in die Beschreibung des Videos. Da kannst du auch in Ruhe nochmal nachschauen. Da wird behandelt, was ist eine Applikation, also was ist eine Bewerbung, warum brauche ich eine Bewerbung, was muss da alles drin sein. Aber es gibt ein schönes Bild, wie so eine Zillow-Bewerbung beispielsweise ausschaut. Es gibt mehrere Portale, die sowas anbieten. Wir nutzen Zillow teilweise, aber wir benutzen auch andere Portale und Systeme, um eigentlich das hier abzubilden. Aber der Inhalt ist bei allen eigentlich gleich. Schauen wir es uns an. Warum brauche ich eine Application? Haben wir geklärt. Rental Application Fee. Das ist was andere Landlords zum Beispiel auch berechnen. Wenn man sich bei denen bewirbt, dann setzen die da einen gewissen Betrag an. Den Betrag, den kriegt man dann entweder zurück bei Miete, was auch immer. Aber man zahlt dafür, um sich dort bewerben zu können, damit diese Firma, also Property Manager oder Landlord, sich die Bewerbung überhaupt anschauen. Genau, was muss in der Bewerbung drin sein, Name und so weiter und so fort. So sieht das dann bei Zillow aus, aber das hier ist das spannende Bild, auf das wollte ich eingehen. Und zwar sehen wir hier den Namen, also das ist eine Beispielbewerbung. Da sehen wir hier den Namen, wer sind die beiden Bewerber, die da zusammen in dieses Apartment, Wohnung, Haus, was auch immer da einziehen möchten. Und das ist eine Zusammenfassung, die eigentlich ein Bild gibt, nach der man sehr schön schon screenen kann. Also man sieht, zwei Personen wollen hier einziehen, haben sich dann und dann beworben. Als Gesamteinkommen haben sie angegeben 6.000. Das muss man natürlich nachprüfen anhand der Belege, die mit angehängt wurden. Income to Rent ist in dem Fall 3,8, also 3,8 mal Einkommen haben sie im Vergleich zur Miete. Sie würden gern am 15.06. einziehen. Wie gesagt, zwei Personen. Hier könnten ja vielleicht noch Kinder oder Ähnliches dabei sein. In dem Fall sind es nur zwei und sind beide, haben sie zumindest angegeben, Nichtraucher.
Hinzu kommt, sie haben noch einen kleinen Hund, der 25 Pfund, amerikanische Pfund, wiegt oder kleiner als 25 Pfund. Doc Charlie, Pudel, der sich sehr, 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 sehr gut benimmt. Das schreiben die Leute eigentlich zu allen ihren Tieren. Ja, ist halt so. Sind halt Haustiere, ne? Familienmitglieder. Genau, aber der Hund geht jeden Tag mit denen, fast jeden Tag auf Arbeit. Okay, gut zu wissen. Dann kann man auch hier zum Beispiel sehen, die Residence History, also wo haben die vorher gewohnt, was ist das Apartment. Das ist der Hausverwalter oder der Rental Manager in dem Fall mit Telefonnummer, mit E-Mail-Adresse. Und hier einfach mal die Leute anrufen und fragen, hey, Shauna und Scott haben sich bei uns beworben. Was weißt du über die? Von wann bis wann haben sie da gewohnt? Warum ziehen sie da aus? Wo haben sie vorher gewohnt? Wer waren die Ansprechpartner vorher? Also hier muss eine Historie da sein, sonst wird es gefährlich. Also man muss schon wissen, wo kamen die Leute her, wie haben sie sich da benommen. Und das lässt natürlich Rückschlüsse darauf, wie benehmen sie sich dann jetzt. Employment und Income, genau das meine ich auch schon. Also wie viel Einkommen haben sie? Wie lange sind sie jetzt ungefähr in den Jobs gewesen? Das berechnet Zillow automatisch. Die Leute müssen halt angeben, hier in ihrem faktisch so einen kleinen Lebenslauf, wo haben sie da gearbeitet? Dann haben sie hier, die leben noch von einem Trust Fund, also so einem, ja, passives Einkommen. Da kriegen sie jeden Monat $250 raus und haben hier 2.800 durch diesen Job. Das ist der Mitarbeiter bzw. Arbeitgeber und den kann man dann anrufen. In dem Fall ist das die Universität, genau, .edu. Da kann man anrufen, wo waren sie vorher angestellt? Bei Starbucks haben sie mal gejobbt für 2 Jahre. Ja, genau. So, Background Information, ganz wichtig. Have you ever filed for bankruptcy in the past 7 years? Also hat man schon mal Privatinsolvenz angemeldet in den letzten 7 Jahren? Auch das gibt es hier in den USA. Wurde man schon mal zwangsgeräumt? Zum Thema Zwangsräumung gibt es 2 super Videos von mir. Die siehst du jetzt hier oben eingeblendet als Playlist, aber findest du auch als Link in der Beschreibung. Da hatten wir kürzlich einen Fall Zwangsräumung hier in Philadelphia. Spannend. Genau, dann Disclosure, Signature und hier sieht man dann, wie das beim Vermieter für die einzelne Person dann ausschaut. Also hier haben wir Shauna Williams, man sieht hier die Application, da hinterlegt sind alle Dokumente. Dann sieht man hier unten den Credit Report, der ist gültig für 30 Tage. Und ebenso der Background Check, der ist auch gültig für 30 Tage. Und dann geht es darum, wie der Screening-Prozess läuft. Wir machen ein bisschen was anders als Zillow das hier vorgibt, aber es gibt den Eindruck, wie so eine Bewerbung bei Zillow ausschaut. Ah, ich sehe gerade, du hast den Like vergessen. Das kannst du direkt nachholen. Jetzt hast du Zeit dafür. Erledigt? Cool, weiter geht's. Und nun schauen wir uns mal eine Bewerbung von uns an, also eine echte Bewerbung, die wir vor kurzem bekommen haben. Gehen wir sie durch. Schauen wir uns die lange versprochene Bewerbung an, die wir jetzt vor kurzem erhalten haben. Das ist das Dokument, das ist nur die Übersicht der Gesamtbewerbung. Das sind 3 Seiten, wie du hier siehst. Ja, ich weiß, es schaut aus wie ein veröffentlichter Geheimdienstbericht. Alles Wichtige ist geschwärzt. Aber dennoch, es gibt ein Bild, was so eine Bewerbung alles aussagt, was man darin alles nachlesen kann. Gehen wir es durch. Hier würde der Name stehen, beziehungsweise das Apartment, um das es geht. Das ist die Miete, Anzahl Schlafzimmer und so weiter und so fort. Und hier geht es um den Bewerber selbst. Name, Adresse, Geburtsdatum, da die SSN, aber nicht die ganze SSN, sondern immer nur die letzten 4 Nummern. Interessiert uns als Vermieter eigentlich nicht. Wir müssen nur wissen, dass das geprüft wurde und dass die Person, die vorgibt, das zu sein, mit dieser SSN auch belegt, dass es die gibt. Wann möchte die Person einziehen? Die Driver's License, also die Driver's License ist hier sozusagen der Personalausweis. Es gibt keinen Personalausweis. Doch, es gibt so ein paar IDs, aber die Driver's License ist schon das aussagekräftige Dokument. Kurze Biografie, persönlich. Ich habe die letzten Jahre schon gemietet und hatte keine Probleme. Hab einen super Job, der uns unterstützt und ja, wir schauen gerade dringend danach umzuziehen. Gibt es noch Additional Occupants? Nein. Was für ein Auto fährt die Person? Einen Ford Explorer, 2018er Baujahr. Farbe, License Plate, Nummernschild. Genau, vorhergehende Wohnungen, wo man gewohnt hat. Also das war jetzt der aktuelle. Da stimmt das Datum nicht.
Das wäre noch in der Zukunft, aber das ist, wie gesagt, um ein Jahr verrutscht. Das haben wir nachgeprüft. Das war die Miete. Das war der Landlord und beziehungsweise die Verwaltungsfirma mit einer E-Mail und einer Telefonnummer. Wir haben auch mit denen gesprochen. Warum ziehen sie aus, beziehungsweise was war der Grund? Das stand auch hier. Und dann kommen wir auch schon zum Employment. Also hier, das hat gestimmt. Es gab auf der Tonspur noch zwei andere Vermieter. Und beide wurden auch angerufen, nachprüfbar, die gibt es. Und die Informationen haben auch gestimmt. Anstellungsverhältnis, das ist die Firma, wann, was ist das Einkommen, Position und so weiter und so fort. Und hier auch Supervisor. Und da kann man auch anrufen. Also als Deutscher schwer vorstellbar, dass der Vermieter beim Chef anruft und nachfragt, was das, was man für eine Person ist, oder? Aber hier ist es halt üblich, weil es gibt halt ein Bild. Wer sich da schlecht benimmt, benimmt sich auch woanders schlecht. Also eigentlich eine logische Sache. Und ja, genau. Referenzen. Hier kann man noch einen Former Employer zum Beispiel angeben oder andere Personen. Der kennt die Person schon seit 10 Jahren. Hier ist der Name, Telefonnummer. Kann man auch anrufen. Notfallkontakt. Und dann ist hier noch ein Statement, was die Leute unterschreiben. Dass bei Strafe, wenn sie hier lügen, das Ganze dazu führt, dass dieses Mietverhältnis endet. Name, Unterschrift, fertig. Das ist die Bewerbung und jetzt schauen wir uns die Details an, nämlich den Credit Report als nächstes. Und das ist der passende Credit Report zu dieser Person, deren Bewerbung wir vorher gesehen haben. Was sagt der aus? Also kurz vorab, der ist von, das sehen wir hier unten, von TransUnion erstellt. TransUnion habe ich schon mal darauf hingewiesen, das ist dieses MySmartMove, das ist das Portal, über das sich die Leute bewerben. Und findest du in dem Teil 2 des Videos, wo es ums Screening der Leute geht. Und das ist der Report, den der Vermieter dann kriegt. Hier ist es anonymisiert, also First, Middle, Last Name. Dann haben wir oben die Bestätigung, dass diese Social Security Number auch übereinstimmt, dass das halt wirklich die Person ist, die es vorgibt, die sie vorgibt zu sein. Hier haben wir die Adressen, also hier, das muss ich eben decken, was die Person angibt, welche Adressen und was diese Credit Screening Firmen, was die sagen, was die vorhergehenden Adressen sind, weil die wissen ja, wo zum Beispiel Rechnungen hingegangen sind, beziehungsweise Mahnbescheide hingegangen sind, falls es da wirklich welche gab. Hier sehen wir die aktuelle Adresse, vorhergehende Adresse und die vorvorhergehende Adresse. Gibt es keine Discrepancies. Also hier steht, dass die nicht gematcht, aber das konnte aufgeklärt werden. Die Adressen waren einfach vertauscht bzw. waren veraltet. Aber die Adressen gab es, die Mietverhältnisse haben gestimmt, das heißt, das Bild hat gestimmt. Hier sehen wir, die Person hat auch mal bei einem Pizzadienst gearbeitet. Als Fraud Indicator hat jetzt TransUnion angegeben, dass die Adressen nicht übereinstimmten. Aber wie gesagt, das hat sich aufgeklärt. Dann gibt es hier eine Zusammenfassung. Wir haben Trade Lines 23, also 23 Kredite, 6 Kreditanfragen. Negative Trade Lines gibt es keine. Trade Lines mit historisch, die abgelaufen sind. Und genau, das gibt es eigentlich auch schon hier. Dann haben wir die Zahlungen, die bei dieser Person ausstehen. Also wir haben 23 laufende Kredite. Die Gesamtsumme aller laufenden Kredite ist 139.000. Von der Summe her ist es noch kein Haus. Als Indikator würde ich jetzt, ich weiß es schon, aber wenn ich es das erste Mal sehen würde, sagen, das ist ein Studentenkredit. Auch da gibt es natürlich jetzt bestimmt in Deutschland Leute, die sagen, ja, uns ist alles kostenlos. Genau, ist es nicht. Dann haben wir die Credit Line, also monatlichen Kredit, hat die Person $11.000 zur Verfügung, wenn sie das möchte. Und sie hat aktuell eine Balance von 124.000. Payment $795 nur für Kredittilgung jeden Monat. Also die Kredite hier sind nicht allzu hoch, aber auch die Zahlungen sind nicht allzu hoch. Also von daher, das ist alles im Rahmen und schaffbar für diese Person. Und das ist ein hervorragender Credit Score, 734. Hier stehen auch ein paar Faktoren, viele Anfragen, nicht genug Kredit verfügbar, also Dispo würde ich sagen, sehr teure Dispo, wenn es eine Kreditkarte ist. Der Kredit auf den Bankkarten ist sehr niedrig und die Zeit, die diese Konten aktiv waren, ist auch sehr knapp. Hier muss man wissen, knapp oder too short, 10 Jahre Credit History ist nicht lang. Also, ja.
Genau, nochmal kurz zusammengefasst. Trade Lines, also 23 Kredite laufen. Das ist der Balance aktuell. Das ist das Limit, mit der die Person arbeiten kann. Und hier sehen wir jetzt, welche Kredite das im Detail sind. Das ist die XXX Bank, also eine Credit Union. Da sehen wir 84 Monate Laufzeit für diesen Kredit. Und da zahlt die Person 594 und hat auch immer bezahlt. Hier sehen wir, im August 2020 hat sie angefangen und jeder Monat ist bezahlt. Dann haben wir noch einen Kredit, auch bei einer Credit Union. Da sehen wir 93 Dollar Zahlung und 4.000 sind offen. Was war hier oben offen? 36.000 sind offen. Und da sehen wir, das läuft schon seit Juni und die Person zahlt ihre Schulden pünktlich ab. Dann haben wir Kreditkartenschulden, da sind noch 3.000 Dollar drauf. Also wie gesagt, Kreditkartenschulden, schwieriges Thema. Teilweise 20-25% Zinsen, läuft, also aus Sicht der Kreditkartenfirmen läuft das. Aber die Leute machen das, weil kurzfristig halt Liquidität herstellen ist denen mehr wert, als langfristig Geld zu sparen. Hier haben wir Zahlungen seit 2018, dann haben wir hier noch Zahlungen auch seit 2018. Das ist auch eine Bank, persönlicher Account, Balance nicht verfügbar. Ach, das ist nur eine Kreditkarte, glaube ich, wie das ausschaut. Revolving, mhm. Dann haben wir hier noch eine Bank, da läuft auch noch ein bisschen was, zahlt sie auch jeden Monat ab, die Person, 1000 Dollar Limit. Dann haben wir hier Studentendarlehen, auch ein wichtiges Thema, wie gesagt, 30.000 sind auf diesem Account noch offen. Also in Summe sind es glaube ich so circa 100.000 Studentendarlehen und verteilt auf verschiedene Banken. Kann man refinanzieren, muss man sogar mal refinanzieren, wenn es abläuft, aber die sind halt staatlich gefördert in den meisten Fällen. 240 Monate und hier sehen wir, da war mal keine Zahlung, eine Zahlung bzw. es fehlen die Daten, das sagt dieses NA aus. Und hier sehen wir, der Rest wurde alles durchweg sauber bezahlt. Dann haben wir nochmal Employment or Education, Studentendarlehen, hier sind nochmal 50.000 drauf. Da ist auch alles am Laufen, hier ist NA, weil es halt noch nicht gemeldet wurde. Dann haben wir hier einen Auto Manufacturer, also das ist ein Autodarlehen für ein besagtes Auto, 36 Monate und seit Dezember 18 Neuwagenleasing ist halt hier auch üblich. Das ist so ein kleiner, na nicht politischer, aber so ein Mentalitätsunterschied. Die Leute hier in den USA kaufen sich nicht wirklich ein Auto, sondern sie kaufen sich ein Payment. Also interessant ist, wenn man hier zu einem Autohändler geht und sagt, ich möchte gern ein Auto kaufen, dann fragt der nicht, was möchtest du gesamt bezahlen, sondern der fragt, wie hoch ist deine monatliche Wunschbelastung, wie viel kannst du dir leisten jeden Monat. Macht keinen Sinn, wenn man es durchrechnet, aber das ist hier echt verbreitet, das ist wirklich so. Die Leute kaufen kein Auto oder kein Haus, sondern sie gucken, was sie sich monatlich leisten können. Ist so. Ja, und das geht halt weiter hier, haben wir noch ein Auto-Loan, das ist noch offen, also wie gesagt, diese Person hat ein anderes Auto vom Autohersteller X, aktuell hat darauf ein Loan, also ein Kredit laufen, hat hier aber noch vom Autohersteller Y ein anderes Loan laufen. Das heißt, das andere Auto ist noch gar nicht abbezahlt und sie hat schon das neue wieder bekommen. Ja, dann haben wir nochmal Studentendarlehen, da ist noch was offen bzw. schon abgezahlt. Und sogar geht das weiter und so fort. Also hier sieht man zum Beispiel, dass die Leute seit 2015 alle ihre Darlehens bezahlen, ihren Schuldforderungen nachkommen. Und das erklärt halt, dieses viele Grün erklärt eben auch diese 734, die wir hier oben im Credit Score gesehen haben. Also vom Credit Score her ist das eigentlich eine Person, die man als Mieter gerne haben möchte, weil man sieht, die Person macht Schulden, aber sie kommt den Schulden eben auch nach und kann sie bezahlen. Also von daher passt. Gehen wir zum Background-Check. Der ist bei dieser Person relativ langweilig. Also langweilig mögen wir als Vermieter immer. Hier sieht man, dass die Person 27 Jahre alt ist. Okay. Keine Criminal Records hat, auf keiner Most Wanted List steht und auch kein registrierter Sex Offender ist beziehungsweise von der Eviction auf diesen Listen steht oder einen internationalen Eintrag zu diesem Thema hat. Von daher, langweiliger Background-Check ist immer hervorragend. Also hast du jetzt gesehen, eine Bewerbung, wir haben den Credit Score, den komplette Credits History uns angeschaut und wir haben den Background-Check gesehen.
Das sind alles Informationen, die jetzt aus deutscher, europäischer Sicht vielleicht sehr invasiv sind, aber hier notwendig, um eben diese Person als Schuldner, als Mieter eben einzuordnen. Deswegen ist es wichtig, die zu haben. Gibt einen Eindruck, oder? Du kannst mir auch jederzeit während des Videos gerne ein Like da lassen, abonnier den Kanal und drück die Glocke, dann wirst du informiert, wenn neue Videos von mir hochgeladen werden. Also, Like da lassen ist ganz wichtig, hilft mir, hilft dem Kanal und zeigt YouTube, dass du hier was mitnehmen konntest. Danke dir. In dieser Serie hast du die harten Entscheidungsgrundlagen für die Mieterauswahl hier in den USA gesehen. Von der Zielgruppendefinition, der Erstellung des Exposés, dem Festlegen der Miete, dem Screening und der Bewerbung der Mieter hast du eigentlich den gesamten Prozess von A bis Z jetzt gesehen. Das gesamte Property Management, ganz besonders dieses Mieter-Screening, klingt einfach, ist aber nicht trivial und es gibt auch Stolpersteine, rechtliche Stolpersteine, prozessuale Stolpersteine. Nicht jeder unserer Investoren will und kann vor Ort sein und mit Mietern dealen. Und genau aus dem Grund machen wir das. Wir sind der Man on the Ground. Wir übernehmen die Dienste des Property Managements für europäische Investoren, die nicht hier sein können oder eben wollen. Von daher, you always need a man on the ground. Wenn du in diesem Video was mitnehmen konntest, zeig mir das, lass mir ein Like da, zeig das dem YouTube-Algorithmus, schick das Video an Leute, die das auch interessieren könnte, abonnier den Kanal, drück die Glocke, das gesamte Programm. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.